So, lala. Willkommen zurück zu diesem Spiel. Ich könnte jetzt sofort die Assistentin wegschaffen, ne? Ups. Ich hab mich verklickt! Warte, warte mal, was? Oh, warten Sie doch, dass Sie alleine eintreffen. Also, das würde auch funktionieren. Das könnten wir tatsächlich einfacher machen. Okay, also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das, dass es halt egal ist. Wie das, also dass sie wiederkommen wird, nachdem ich die gute Frau weggeschafft habe. Und dass ich das quasi genauso gut, sie genauso gut informieren kann. Und es dann trotzdem funktioniert, wenn ich sie dazwischen entferne. Ich muss mal gucken, ob es da ein Zeitfenster gibt, wo ich sie kurz loswerden kann. So, geh. Oh, gut. I'll let Hush and Sister Lay know. Aber kommen sie jetzt zu zweit zurück. Dann muss ich nämlich das ganze Prozedere nochmal durchspielen, ne? You're done for now. Come on. Oh nein, Hush ist direkt wieder hier. Das ist natürlich ein Problem. He's ready for you, Hush. He looks strong. Good. A good specimen to conclude this phase. Ja, ich nehme nicht an, dass ich die wegkriege. We'll get started when... Ah, das ist der Schwester Lee schon. Na ja, gut. Okay, wir müssen das ja also einmal so durchmachen. Aber ich sehe gerade hier... Ah, hier ist es auch Licht dann, okay. Also das hat nichts mit der Sicherung zu tun. Obwohl, das wollten wir aber vorhin auch auf Safety off. Das ist schön. Aha. Das ist eigentlich eine Überraschung, dass es tatsächlich... Was übrigens gerade die nächste Überraschung ist, was mir noch gar nicht aufgefallen ist. Also erstmal die erste Überraschung ist, dass ich ja nicht eine... gute Seele in dieser ganzen Geschichte. Hier gibt es jemanden, der tatsächlich um Sicherheit besorgt, obwohl das alles irgendwie, also relativ in der ganzen anderen Geschichte. Die nächste Überraschung, die mir jetzt gerade aufgefallen ist, die haben da hinten, also das ist ja alles sehr experimental, die haben übel teures Equipment und alles, aber der Sicherheitstisch ist, also der Tisch, den da steht, ist quasi eine Bierbank, ne? Also was da, wenn das da hinten ist, ein Klappstisch. Und dann haben sie die Bildschirme, haben die anscheinend verschieden große Bildschirme, weil die mit Büchern gehoben sind. Also sie hatten kein Geld für gute höhenverstellbare Bildschirme, sondern sie haben die billigen gekauft. Also, wisst ihr, der hat wahrscheinlich ein übel teures Bio-Equipment und Zeug und alles. Aber Hauptsache, wir benutzen die billigsten Bildschirme, die nicht höhenverschiebbar sind. Diese Fenster dauert hier leider ewig. The signal's too weak. We'll get nothing like this. Sieht vielleicht so ein bisschen aus, als würde hier 47 so wie die Mindtricks machen, so. It's not safe. You've been working too hard. Your condition, it can cause you real physical harm. Den Namen, die gute Frau? You're strong. You can overcome it. So ein bisschen wie so die zwei Moral-Dingens auf dem Kopf, auf den Schultern, die halt irgendwie Sachen geschickt, die gute und die... Na, sie steht ja auch im Rot, da hinten steht ein weißes Licht. Seine Hose ist übrigens pottenhässlich, ne? Die hat so ein... Also ich mag diesen Style von Hosen, ich will gerade nichts was drauf. Er hat so eine Anzugshose an und die geht übel hoch, also die ist so hüfthoch. Also die geht fast bis zum Bauchnabel. Und das habe ich schon öfter gesehen. Lustigerweise, glaube ich, in Japan. Nicht in China. Ich weiß nicht, ob das so ein stylistisches asiatisches Ding ist, aber auf jeden Fall finde ich diesen Stil ziemlich hässlich, diese hochbündigen Hosen. Quiet. I can't focus. Abort! You're going too far. No. He's on the verge to break him. Go higher. It'll kill him. He's already way beyond. Schwester Lay hat Hush gedrängt, bei seinem Test weiterzugehen, dass es ratsam wäre. Seine persönliche Assistentin hat überzeugt, dass dies zu gefährlich ist. Wenn dieser Test mit höherer Intensität durchgeführt werden soll, muss man irgendwie die Assistentin loswerden. This subject is abnormally resistant. He's no match for Hush. Nothing worth shit. Bügelfalten. Ja, gut, das, also die eine Anzugshose. Also die eine Anzugshose, die zu meinem Anzug gehört, den ich habe, hat auch eine Bügelfalte. Aber ich fick jetzt gerade auf die. If they up the signal, it will kill him. Ja, das wäre natürlich sehr schade, nicht wahr? Okay. Don't even think about getting cold feet again, please. I'll stick around. Ich bleibe hier. Hatte ich letztes Mal noch gesagt, ich bleibe bis zum Ende hier? Ich habe hier einen sehr praktischen Goldbarren. Kann ich die gute Frau da rüberschleifen und es auffällt? We'll get started when Sister Lay's here. Oh nein, ich habe es irgendwie geschafft, den Loop nochmal direkt neu anzufangen, oder?
Okay, gut, da müssen wir ein bisschen improvisieren. Ich habe davor eine Münze gefunden, ne? Das muss jetzt ein bisschen schneller gehen. Es kann einfach nicht gesund sein, einen Goldbar auf den Kopf zu kriegen. So. Das war übrigens gerade völlig unnötig, was ich gemacht habe, ne? Weil die wären so oder so weggegangen. Das war, glaube ich, einfach nur die falsche Voiceline. Schlimmste ist, es meine Münze weg, weil die hat jetzt der persönliche Wächter von Arsch. Schon wie viel Karat? Achso, ich hatte mich übrigens darüber belehren lassen, dass das Goldbarren wesentlich teurer sind, als ich dachte. Lustigerweise ist der Goldpreis war schon immer wesentlich höher, als ich angenommen hatte. Ich hatte ihn ja irgendwie das letzte Mal, wo ich über Goldbarren geredet habe, auf 10.000 Euro oder so für einen 1 Kilo Barren geredet und das war vollkommen falsch. Der Goldpreis für den Kilo Barren ist aktuell bei 70 oder Mitte 70.000 Euro. Und das letzte Mal, wo ich geguckt habe, oder was ich halt auch noch so im Kopf hatte, danach, wo ich dann da ist teurer, war halt irgendwie so um die 30.000. Ich habe geguckt, 30.000 Euro hat Gold 2014 gekostet, 2013. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil der Goldpreis sich quasi verdoppelt hat. Man muss bei so Sachen wie Goldpreisen übrigens immer bedenken, dass an sich Gold, außer vielleicht so tolle Plattierungen für irgendwelche Tonkabel, nicht wirklich viel Nutzen hat, ne? Also Gold ist vor allen Dingen deswegen wertvoll, weil es wertvoll ist. Aber nicht, weil es irgendwie inhärent irgendwie gebraucht wird. Das ist nicht irgendwie so wie Kupfer oder Aluminium. Das ist nicht wert, weil es irgendwie schwer herzustellen ist oder sonst irgendwas, sondern es gibt einfach nicht da viel davon. Oder wenn man es viel braucht, sagen wir mal irgendwie so Lithium oder so. Das ist halt irgendwie lauter Materialien, die man halt für Industrieprozesse braucht oder Palladium für Cutfilter und so Zeug. Wenn er steht jetzt ziemlich alleine, ich könnte jetzt die beiden Typen da schießen und ihn hier und dann wäre es auch fertig. Wir müssen jetzt wahrscheinlich ganz schön lange warten, bis irgendjemand kommt. Ne, auf jeden Fall, weil der Goldpreis halt eigentlich nicht so wirklich von Industrieanwendungen oder überhaupt irgendwelchen Produkten abhängig ist, hat das auch zur Folge, dass der, glaube ich, sehr gut manipuliert werden kann, soweit ich das verstanden habe. Also der Goldpreis ist nichts, worauf man irgendwie spekulieren kann. Also du kannst halt irgendwie, du könntest irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Kupferoptionen, also so einen Tonnenbereich spekulieren, das würde gleich eher gehen, oder weiß nicht, das Lithium nicht, das ist eine Erdkruste, aber halt irgendwie, weiß nicht, Palladium oder Platin, weil das braucht man auch für, glaube ich, Katalysatoren. Braucht man Platin für Katalysatoren? Ach, gefährliches Halbwissen wieder. Aber welche anderen seltenen Erze könntest du halt mehr spekulieren, aber Gold. Gold ist an sich wertlos, außer weil wir Menschen Gold so wertvoll machen. Du brauchst Gold so für so ein paar wenige Anwendungen, aber ansonsten ist es halt so. Ist halt Edelmetall, wow. Aber es halt an sich hat das nicht so viel Wert. Oh, ist jemand eine Münze gelandet? Oh. Okay, niemand hat meine Münze gestohlen. Auch nicht schlecht. Naja, gut, dann warten wir jetzt hier ab, bis sie wieder hochkommen, oder? Weil ich meine, ansonsten passiert hier nichts. Weil muss ich hier tatsächlich noch eine Sicherung. Also, es ist ja halt nicht so ganz klar, wo wir jetzt gerade sind, oder ist die Story-Mission eigentlich einfach schon durch? Ah, die Story-Mission ist durch. Oh. Oh, ich hätte das vorher machen müssen. Also ich hätte sie vorher entsorgen müssen. Okay, dann können wir uns das ja auch sparen, hier irgendwie so lustig rumzutanzen und können wir da machen. Ich dachte, ich renne jetzt ewig im Kreis. Und bis das Ding wieder auftaucht, aber das ist, wenn es das ist, dann. Ja, weiß nicht, erschieße ich ihn einfach. Weil das war jetzt ja. Ne, warte mal. Oh, er fühlt sich stark. Okay, gut, never mind that. Das Story-Event ist vielleicht durch, aber wir können trotzdem weitermachen. Ob die gute, motivierte. Continuing experiment H109. Run calibration 100%. Signal strength 100% confirmed. H109 initiated. Now I'll see you do as I command. Jetzt weißt du, was ich befehle. Identify impulse string. Load suggestion motor control 44.1. Execute. We need to go higher. Come on! My head.
He'll get nowhere like this. I don't understand. Die Männer haben so viel Widerstand geleistet. Let's increase the signal and get some results. Ach, schön, dass die 40 natürlich unnatürlich. Du 120%. 120. Good. Let's do it. Aber bin ich nicht selber auch in Gefahr, wenn ich Hasch jetzt so töte, würde man nicht das Testobjekt selbst auch irgendwie davonhauen? Wir sind noch nicht in der Danger Zone, oder? Continuing experiment H109. Run calibration 120%. H109 continued. 120% signal strength confirmed. Was soll schon schief gehen? Yes. This is it. It's all incredibly sharp. Ungeheuer scharf. I feel my mind expanding. Aha. Identify impulse string. Load suggestion. Tut die Maschine bei ihm irgendwas an? Mein leuchtet auch. Execute. Er klingt ein bisschen so, als wäre er unter Schmerzen, oder? I feel power. I'm not scared. I could. You got the bastard, Hush. Now go get Imogen Royce and we can get to the core. Sie scheint ein bisschen sauer zu sein. Naja. Aber jetzt haben wir nicht mehr so unendlich viel Zeit, oder? Weil das war jetzt ja alles so ein bisschen doof. Ich muss dich aus dem Gebäude schaffen? Oh. Aha. Das ist ja witzig. Also die Security hätte mich jetzt rausgeschafft und wahrscheinlich erschossen. Und sie rennt jetzt einfach nur runter die Treppe und das war's dann? Das ist ja witzig. Ja, das ist ein bisschen schade, dass die Welt in dem Sinne so ein bisschen dünn ist. Das ist jetzt hier einfach... Das ist es jetzt einfach, ne? Das war jetzt hier so das Ereignis und mehr passiert jetzt hier nicht mehr. Da hinten sind immer noch die Leute in ihren komischen Dings drin. Also sie kommentiert das jetzt auch einfach nicht. Sie rennt jetzt einfach hier durch, redet so ein bisschen mit den Leuten. Ja, 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 schön war's. Und das war dann noch alles. Und ich mach da einfach mit irgendeinem anderen Experiment weiter. Das ist halt wirklich sehr schade, dass das halt so... Und sie rennen einfach weiter. Ah, das ist schon ein bisschen deprimierend. Das ist halt irgendwie... Man möchte irgendwie erwarten, dass das... Dass sie zumindest... War ein technischer Ausrutscher, was? Event Horizon, here we come. Ne, sie redet weiter mit ihren Assistenten. Also, wenn sie jetzt halt irgendwie runtergelaufen würde, naja, ist das tot, aber das ist nicht so schlimm, weil wir machen jetzt einfach weiter. Also, das ist halt, offensichtlich ist die gute Schwester Lei ja gut ambitioniert, ne? Also, in ihren Tun und alles, was sie da hat. Die ist ja schon irgendwie, sie macht diese Experimente ja schon irgendwie, weil sie auch selber hier irgendwie dieses Forschungsfeld vorantreiben möchte. Warte, ich kann eher anfangen, mit Kostüm zu wechseln, können wir jetzt hier auch das hier machen. Es gibt ja noch dieses Chamäleon-Punktesystem. Du mich an oder ist das Rücken? Na ja, guck mich an. Wie bin ich denn letztes Mal hier vorbeigekommen? Gut, dass hier auch niemand auffällt, dass sie irgendwelche Türen öffnen. Ah ja, okay, so bin ich mal vorbei. Ein anderer Typ spielt auf Handy rum. Ist gar kein Problem hier. Warte mal, ich habe doch jetzt vorhin einen Code gefunden. Ich bringe den jetzt noch irgendwie weiter. Also Hasch jetzt umzubringen war erstaunlich einfach, muss ich sagen. Hey! Achso, ist aber nur eine Treppe. Lame. Wo bin ich jetzt hier? I worry about him at times. Hush is so focused that he just forgets to eat. Ja, Hush ist so konzentriert, dass er vergisst zu essen. Ach so, hier sind wir jetzt, lol. Das habe ich ja sowas von nicht gemerkt, ne? Das ist jetzt. Oh. Na schön. Was ist da hinten eigentlich für... Was passiert, wenn ich die Dinge abschieße eigentlich? Big Sister? 1 von 5. Oh! Es gibt ein Achievement dafür, diese Dinger kaputt zu schießen. Dann schießen wir die natürlich alle, ne? Für Dinge, für die es Achievements gibt, da bin ich immer dabei. Ah, da hinten sind noch mehr. Was bringt das jetzt?
Wir haben mal Hefen dafür gekriegt, 500 Dinger zu zerschießen. Also, yay. hier oben sind ziemlich viele Wachen übrigens. Warum eigentlich? Ich weiß nicht so richtig, wo genau wir jetzt sind und ob ich damit irgendwas ausgelöst habe, ne? Oh, ein Hammer. Sehr gut. Bis jetzt habe ich auch noch nicht meinen üblichen Leute bewusst zu schlagen, Galore angefangen, irgendwie um mich zu schlagen, was ich ja sonst irgendwie immer mache. Das ist ja eigentlich mein übler Mohun-Rekord. Ah, das ist. Ich habe tatsächlich da damals in der guten alten Zeit das alte Mohun tatsächlich gespielt, ne? Warum ist die Kamera jetzt zum Beispiel grün oder soll das signalisieren, dass das verschiedene Sicherheitsbereiche sind? Weil die andere Kamera war vorhin auf jeden Fall gelb. Und mich hat noch nicht so ganz. Es war mir nicht so ganz klar, warum die jetzt gelb war. Ich bin ein bisschen nervig, dass ich immer noch kompromittiert bin. Aber wer sind die denn hier? Da ist noch einer. Wenn ich die Tür da vorne gehe... Warte mal! Oh! Oh! Mein zweites Ziel! Oh! Warte mal, sie haben vorhin über irgendwelche Drohnen geredet, ne? Sag mir jetzt bitte nicht, okay. Das ist jetzt... Ich meine, ich muss immer noch runter in den Datenkern, ne? Oh nein, ist es jetzt echt so einfach? Kann ich wirklich alle Emoji mir einfach schnappen, indem ich sie einfach erschieße, während sie aufs Dach hochkommt? Und das ist dann alles, was ich machen muss? Oh nein! Das war bestimmt ein Story-Ereignis mit den Drohnen. Und ich hab's mir gerade unendlich leicht gemacht. Oh nein! Oh nein! Vor allen Dingen ist hier noch ein... Wenn sie noch einen einigen Abstand zu ihrer Wache... Das heißt, ich muss mir ja nicht mal besonders viel Mühe machen, kann wahrscheinlich... Also je nachdem, ob sie durch dieses Tor geht oder ob sie hier rumläuft. Beziehungsweise ich könnte wahrscheinlich erstmal sie erstmal nur bewusstlos hauen. Ich hab doch jede Menge Hämmer bei, oder nicht? Ah, zwei. Sie danach töten. Aber das heißt, dass die Tür da unten auch der Ausgang war fürs Dings. That's Imogen Royce. Quite the bitch, ja. Apparently. Nothing wrong with her look, though. Oh, shit, edgy. I lost sight of suspect. Ha, nicht sie getötet. Witzigerweise ist eigentlich Imogen die einzige, die überlebt hat, ne? Stufe 3 Zugangsdongel? Aha. Ein Dongel, der Olivia mit der Schlüssel versorgt und mit Kamerazugriff. Aha. Interessant. Ha. Both targets down. Good. Just give me a second. And I'm in. You can now access the core 47. Ja, dann müssten wir jetzt bloß noch in die Anlage kommen und ich würde das gerne irgendwie clearer hinkriegen. Aber das kriegen wir schon noch hin. Aber. Und das alles beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Hitman. Bis dann. Ciao.